Ja, sehr schön. Ihr könnt mich hören und sehen. Das ist perfekt, perfekt. Genau, also einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr hier seid und bereit seid für eine neue Seelenbotschaft zum Thema Berufung, Seelenbusiness, Lebensaufgabe. Hallo, ja, ich sehe schon, ihr trudelt alles so langsam hier rein. Sehr schön. Ich bin mal gespannt. Schreibt ruhig schon mal rein, welche Zahl, weil auch heute gehen wir das natürlich so ein bisschen spielerisch an. Ja, wählt einfach, welche Zahl die richtige ist. Die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oder eine Kombination. Und ich bin immer wieder erstaunt. Und ich freue mich super über euer Feedback. Schreibt mir gerne auch, wie das bei euch ist, wie ihr sozusagen diese Zahlen, was die mit euch machen. Und ich kriege immer wieder das Feedback, dass das immer wie so super, super, super passt und genau das Richtige ist. Und es würde mich einfach interessieren, wie es bei dir ist, was es dir gebracht hat. Gerne auch im Nachhinein. Also, was sich daraus sozusagen entwickelt hat. Wie das weitergegangen ist, das freut mich wirklich ganz besonders, weil meistens kriege ich ja nur in Anführungsstrich mit, wie ihr euch hier entscheidet. In der Berufungslounge kriege ich oft aber auch weiter mit, wie sich das dann weiterentwickelt bei den Teilnehmern, der Mitglieder der Berufungslounge, weil ich da einfach im engeren Kontakt bin. Aber ich würde es auch gerne hier öffentlich einfach sehen, hören, spüren, was es mit euch gemacht hat, was ihr aus der Botschaft gemacht habt, wie sich sozusagen das Ganze weiterentwickelt hat. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Also schreibt erstmal rein, welche Zahl. Und ich habe immer so speziell eine Zahl, oder ein Thema, wo ich das ist so ganz besonders im Fokus. Und ich bin immer super gespannt, was das sozusagen, ob ich auch richtig liege. Ihr seht schon hier, die 4, 8 und 10 springt mich an. Ah, super spannendes Thema. Und da ich dich, liebe Tabea, kenne, weiß ich, dass das total wie die Faust aufs Auge ist. Also ich glaube, da hast du super, super gut gewählt. Aber wirst ja später selbst sehen. Sehe ich hier die 8. Ja, die 8, die, ja, 8 ist ich verrate noch nichts. Ich kann sie alle hier sehen. Ich habe sie nämlich gerade eben ausgewählt. Ja, also ihr könnt schon mal super, super gespannt sein. Schreibt, wie gesagt, gerne in die Kommentare rein, welche Zahlen. Und ich bin echt mal gespannt. Auch in der Berufungslounge. Schreibt einfach da bin ich im Forum, bin ich verrutscht. Also ich hoffe, ich habe das Ganze eben umgedreht. Ich bin irgendwie hier habe ich das. Die Sortierung in den Beiträgen habe ich völlig durcheinander gebracht. Also ich kann es jetzt gerade nicht sehen, was ihr in der Berufungslounge schreibt. Wenn ihr in der Berufungslounge seid, dann schreibt gerne in das Berufungscafé rein. Weil im Forum habe ich, wie gesagt, gerade was durcheinander gebracht. Oder ihr schreibt es hier bei Facebook. Genau, also, so, was bringe ich euch heute mit? Die 1 und die 8, ja, die 8 ist, das habe ich gewusst. Ich habe gewusst, die 8 ist heute wirklich im Fokus. Aber mehr fand ich nicht. Ihr Lieben, was habe ich heute? Es hat sich heute ein Thema aufgedrängt, was mich sehr berührt hat. Also das Thema ist ja eben mein Thema, und es kam heute noch mal so klar rüber, euch das mit euch als Botschaft zu teilen. Und zwar wirklich die Aussage: Lebe dich selbst, lebe dein Leben, dein Leben. Nicht was du meinst, du müsstest es leben, was du glaubst, das möglich ist, sondern das, was wirklich, wirklich deins ist. Was deine Berufung ist, für das, was du hierher gekommen bist. Ich kann das nicht oft genug sagen und ich werde bestimmt auch nicht müde. Ich sehe immer wieder die 8, ja, auf 4, 10, 7. Ich bin mal gespannt. Also gerne weiterschreiben. Genau, aber die allgemeine Botschaft lautet, wie gesagt, lebe dich selbst, lebe dein Leben, lebe deine Berufung. Und weißt du, es ist so essentiell. Ich sehe immer wieder Menschen, dass sie ständig davon sprechen, was möglich ist. Also, dass ich sage, ja, ich würde das gern das und das machen, kann aber nicht, weil bestimmte Rahmenbedingungen eben so sind, wie sie sind, in Anführungsstrich. Und dann passt man sich an. Und weißt du, der Punkt ist der, wenn du nicht wirklich erfüllt bist von deinem Leben, das mag nicht immer einfach sein. Also ich sage auch nicht zum Beispiel, dass mein Leben einfach ist, aber es ist mein Leben und ich liebe es. Ich liebe es in diesen ganzen Facetten. Ich liebe dieses Abenteuer. Ich liebe auch manchmal die Aufregung. Ich liebe auch manchmal den Kick. Ich liebe es auch ruhig, aber ich mache einfach meins.
Und weißt du, wenn du nicht deins machst, wozu du hergekommen bist, also wo du merkst, ja, das ist, da bist du selbst. Egal, ob das andere irgendwie toll finden oder nicht toll finden oder dich kritisieren oder belächeln oder sogar angreifen, weißt du was, es ist völlig egal, weil du weißt, deine Seele weiß, ja, also dieser Anteil von dir und es eigentlich über deine Gefühle, ja, kommuniziert dir deine Seele, dass es deins ist. Und egal, das ist sozusagen das, was du hierher gebracht hast. Und du bist nicht nur in dieses Leben gekommen, um nur dich selbst zu erleben, sondern du bist hierher gekommen, um Teil des großen Ganzen zu sein. Und in dieser Interaktion mit dem Ganzen, ja, erblühst du. Aber der Punkt ist der, es fängt immer bei dir an. Und wenn du dich immer nach anderen richtest, wenn du nicht dein Leben lebst, wenn du schaust, wie es andere machen, oder wenn du sagst, ja, das ist nicht möglich, oder dir selbst eine Geschichte erzählst, warum du bestimmte Dinge nicht kannst, ja, oder du nicht hinkriegst. Die meisten limitieren sich wirklich schon in ihrer eigenen Gedankenkraft, in ihrer eigenen Vorstellungskraft. Und das mir echt in der Seele weh. Ja. Und ich habe, ich weiß nicht, wer das von euch schon mitbekommen hat, meine ehemalige Geschäftspartnerin Mara Daristix ist gestern verstorben und sie hat eine wundervolle letzte Botschaft mit uns geteilt. Und im Grunde spricht sie genau davon. Also wirklich, da, ich glaube, sie hat so genannt, lebe deinen Traum. Und Mara ist nur in Anführungsstrich 38 Jahre geworden. Der Punkt ist aber der, weißt du, es ist egal, wie lange du hier inkarniert bist. Der Punkt ist der, wie füllst du genau diese Zeit aus? Und das ist das Entscheidende. Lebst du wirklich dich selbst? Und auch das Thema, was mich in dem Kontext sehr beschäftigt ist, und das habe ich schon vor vielen Jahren, habe ich auch ein Video gemacht, schau mal auf YouTube, und zwar eine Buchempfehlung, Zuhause in Gott. Da geht es um dieses Thema Tod. Und ich habe irgendwann auch für mich festgestellt, auch in meinem Business, auch im Kontext mit Berufung, und da werde ich auch nicht müde, das immer wieder, auch im Inner Circle, auch immer wieder darüber zu sprechen, dass wenn wir uns nicht mit dem Thema beschäftigt haben, dann ist es nicht nur so, dass wir Angst vom Tod haben, sondern wir haben Angst vom Leben. Das heißt, wir leben uns nicht selbst. Und wenn wir diese ganzen Konstrukte, die damit verbunden sind, gerade in unserer Gesellschaft, uns nicht damit beschäftigen, dann, wie gesagt, denken wir, oh mein Gott, ja, da ist irgendwie Drama. Aber ich kann nur sagen, wer die Botschaft von Mara Dari noch nicht gehört hat, geht einfach auf ihre Seite, hört euch diese Botschaft an. Sie spricht auch selbst davon, wie sehr sie sich freut, ja, sozusagen ja, jetzt ein ganz neues Abenteuer anzugehen. Und genauso empfinde ich das auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin berührt über Daras Tod, aber ich freue mich. Ich freue mich mit jeder Pore und jeder Faser meines Seins, ja, über das, was sie jetzt erlebt. Und ganz ehrlich, ich bin neugierig. Ich bin nicht todessehnsüchtig, aber ich, ganz ehrlich, ich bin neugierig und ich sage es ganz bewusst, ich freue mich auch auf irgendwann mal den Übergang. Für mich ist jetzt noch nicht die Zeit da, aber für Mara war sie da. Und dann auch in diesem Bewusstsein zu gehen, ja, ich habe mein Leben gelebt. Ja, nicht jeder fand es auch toll, was sie gemacht hat. Ja, aber es war ihrs. Und ich kann sagen, wie gesagt, ich habe den ersten Online-Kurs, den haben wir zusammen gemacht. Also Norbert, Mara und ich. Es waren sozusagen meine Anfänge. Ja, der erste Online-Kurs, den ich produziert habe, war eben mit diesen zwei wundervollen Menschen zusammen. Ja, und das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Es waren eben unsere Anfänge, alle unsere Anfänge sozusagen. Und weißt du, wenn ich dann, es ist nur ein Beispiel, weil es jetzt gerade so präsent ist. Aber der Punkt ist der, das betrifft uns alle, ja. Und ich meine jetzt hier nicht, weil viele dann genau einen Umkehrschluss ziehen und sagen, oh Gott, ich habe Angst, ne, so, dass ich jetzt alles leben muss, weil sonst reicht mir mein Leben nicht. Auch das ist das nicht gemeint, sondern lebe dein Leben aus deiner Fülle heraus. Lebe dein Leben, weil es dein Leben ist, weil es dich dazu ruft. Und egal, was es ist und egal, wie es ist, weil dafür bist du das größte Geschenk, ja. Wie es Mara war und hat gerade im Coaching-Bereich, hat sie unheimlich viel Online-Coaching-Bereich im deutschsprachigen Raum bewirkt. Ja, und weil sie ihren Weg gegangen ist. Wie gesagt,
Der Punkt ist der, du musst niemand gefallen. Aber wenn du deinen Platz einnimmst, weil du spürst, es ist deins, dadurch bewegst du etwas, dadurch bringst du etwas in Gang. Vielleicht noch nicht mal nur für dich selbst, auch für die anderen. Ja? Und das ist, ich kann nur sagen, lebe dein Leben. Spür, was willst du wirklich? Wie willst du es wirklich haben? Diese Frage, diese zwei Fragen, die schleudere ich mein Mitglied in der Berufungslounge und egal mit wem ich zusammenarbeite, frag dich immer, willst du das wirklich? Willst du dein Leben so haben? Beziehungsweise, was willst du wirklich und wie willst du es wirklich haben? Nochmal, nicht, was ist möglich, sondern wie willst du es wirklich haben? Dann arbeite darauf zu. Ja, arbeite darauf zu, weil das ist die Essenz von allem. Und wenn du dir das nicht erlaubst, wenn du immer nur nach dem Möglichen fragst, dann ist es rückwärts. Du gehst rückwärts in deiner Entwicklung. Weil was ist möglich? Das, was du im Verstand möglich hältst, das ist möglich. Das ist nur ein Abbild deiner Vergangenheit. Aber wenn du im Hier und Jetzt bist und spürst, was deins ist und dann das nach außen bringst, darum geht es. Ja, darum geht es. Da lebst du dich. Und es ist nichts Geileres, wenn du genau das machst, was dich erfüllt. Und wenn es auch noch so anstrengend ist. Viele Menschen sagen zum Beispiel, das, was ich mache, das ist einfach zu viel. Sie würden das nicht können, weil es ihnen einfach zu viel wäre. Und ich kann dir nur sagen, nein, ist es nicht. Ich liebe das. Ich liebe das genau so. Ja? Und ganz egal, wie lange das dauert. Solange ich das tue, was ich liebe, wofür ich brenne, was meins ist. Und das genau das möchte ich dir heute mitgeben. Ja? Und wenn dir das noch schwerfällt, dann such dir Unterstützung. Komm in die Berufungslounge. Werde Mitglied im Celebrate Your Passion Coaching Programm oder starte jetzt mit uns am 15.06. im Manifestiercamp. Hol dir Hilfe, geh diesen Weg nicht mehr allein. Die Zeiten sind echt vorbei. Wie lange müssen wir in Anführungsstrich immer wieder daran anklopfen? Ich sehe das immer wieder. Menschen hangeln sich von Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr und Dinge passieren so schleppend und mühselig. Ich meine, wenn du das willst, okay, aber jammer nicht. Ja? Und wenn es dir schwerfällt, allein diesen Weg zu gehen, dann hol dir doch Hilfe. Ja? Zum Beispiel durch so eine Community wie die Berufungslounge oder all das, was ich tue. Weißt du, ich brenne dafür. Und es ist mir so wichtig, die Dinge nach außen zu bringen. Und weißt du, und das ist auch so spannend, weil wenn du wirklich das machst, wofür du brennst, was deins ist, dann viele sagen, ja, aber du verkaufst ja, ne? Ja, natürlich kaufe ich. Das ist doch etwas Wichtiges, etwas Wertvolles. Ich habe doch etwas zu geben. Ich möchte dich inspirieren. Ich möchte dich inspirieren, dass du dich selbst lebst. Ich möchte dich begleiten bei der Umsetzung. Ich möchte dich begleiten, dass du bewusster Schöpfer deines Lebens bist, weil Schöpfer bist du sowieso. Vielleicht fällt dir die Umsetzung noch schwer. Nochmal, dann komm ins Manifestiercamp, das am 15.06. startet. Ja? Oder such dir jemand anders. Aber hol dir Hilfe. Hör auf zu jammern, hör auf, so eine Geschichte zu erzählen. Du kannst es nicht oder es ist nicht möglich oder wie auch immer. Dann tu es einfach. Ja? Und wenn du die Botschaft von Mara noch nicht gehört hast, kann ich nur sagen, geh auf ihre Seite, hör sie dir an. Norbert hat sie gestern gepostet und es ist sehr berührend, wie sie das auch darlegt und wirklich aus dieser Perspektive auch. Ja? Also nicht nur aus der Perspektive jetzt so mitten im Leben stehen, sondern wirklich mit dem Bewusstsein, das ist ihr Ende. Ja? Ende in Anführungsstrich, Ende hier auf der Erde, ja, im irdischen Dasein und der Anfang von etwas ganz Neuem. Ja? Also nochmal, schau, was ist deins? Beschäftige dich mit dir und beschäftige dich mit deiner Einzigartigkeit, weil das ist der Schlüssel zu allem. Deine Einzigartigkeit ist der Schlüssel zu allem. Und in deiner Einzigartigkeit, mit dem bist du auf die Welt gekommen, ja? Und da musst du nichts verbessern, du musst auch nichts besser machen oder feilen oder Marketingkonzepte dir ausdenken. Was du musst, in Anführungsstrich, ist dich selbst leben, dich selbst feiern, zu verstehen, dass es wichtig ist, dass du diese Kombination an Gaben, Talenten und so weiter hast und nicht nur sagst, naja, okay, soll ich das machen oder das? Wie wäre es, wenn du all das zusammenbringst und verstehst, was dein Kern ist? Ja? Und mit diesem Kern der Welt dienst, dir und der Welt dienst. Denn wenn du anfängst, mit deiner Einzigartigkeit anderen zu dienen, ja, ich weiß, dieses Wort mögen nicht alle, aber
oder sie zu beschenken oder ihnen zu helfen, wie auch immer du das nennen möchtest, dann beschenkst du dich selbst und du beschenkst die Welt. Und das ist so erfüllend. Für mich gibt es nichts Erfüllenderes als wirklich dieses Zusammenwirken. Wenn ich mit auch in der Berufungslounge oder auch mit in den Ausbildungen, wenn ich da zusammen mit Menschen in Retreats zusammenwirke und spüre, wie wir da einfach etwas verändern und einfach die Welt wirklich zum besseren, schöneren, wundervolleren Ort machen. Aber das können wir doch nur, wenn wir uns nicht mehr beschneiden, wenn wir uns nicht mehr klein halten, wenn wir nicht mehr sagen, das ist nicht möglich, wenn wir einfach das leben, was wir in uns spüren. Und nochmal, es ist völlig egal, was es ist, weil genau das braucht die Welt. Du bist mit diesem Puzzlestück, ja, du bist ein Puzzlestück, genauso wie ich auch. Und ich möchte immer dieses schöne Bild, ich trage immer dieses Bild in mir, dieses große, wunderschöne Bild, dass wir als Menschheit sind. Und wenn ich meinen Platz einnehme und nicht an meinem Puzzlestück, also da ein Stückchen abschneide, da ein Stückchen, der andere sieht ja so aus, also mache ich mich auch so. Wenn ich einfach so bleibe, ja, vom Kern her, wie ich bin, natürlich kannst du dich weiterentwickeln, das ist gar keine Frage, aber der Kern, wenn du wirklich du selbst bist, ja, und das dann lebst, dann ist es so, du strahlst, ja, du machst das ja nie nur für dich. Dadurch strahlst du und andere können auch sozusagen immer mehr in ihre Kraft kommen. Und darum geht es. Wir sind alle miteinander verbunden. Das heißt, wenn du deinen Weg gehst, wenn du dich selbst lebst, wenn du deine Berufung lebst, wenn du dein erfüllt bist, dann inspirierst du andere, ob du das sagst oder nicht sagst, einfach durch dein Sein. Einfach nur durch dein Sein inspirierst du andere, dass sie das auch tun. Das ist doch großartig, oder? Und genau das braucht die Welt jetzt. Zumindest in meiner Welt braucht die Welt das jetzt, dass wir immer mehr unsere Berufung leben, immer mehr das sind, wer wir wirklich sind, immer mehr uns selbst leben. Also das war mir so wichtig, das heute nochmal zu sagen. Ich weiß, ich habe das schon so oft gesagt, aber ich glaube, ich werde nicht müde, das zu sagen, bis zu meinem letzten Atemzug, weil der Punkt ist der, beziehungsweise bis zu dem Punkt, wo ich alle Menschen erreicht habe, die ich erreichen konnte. Ja? Und ja, vielleicht ist es Wiederholung, aber weißt du, wir brauchen oft diese Wiederholung, dass wir es immer wieder hören, dass es immer mehr ankommt, dass es durch unsere ganzen Schichten durchdringt und dass es unseren Kern erschüttert, dass es uns wirklich berührt und dass wir sagen, ey, jetzt ist es angekommen, jetzt erlaube ich mir genau das zu leben, was ich wirklich, wirklich will. Ja. Genau. Also, das war die allgemeine Botschaft. So, ich sehe schon hier, ihr wart fleißig. Also schreibt in die Kommentare wieder rein, was ihr verzahlen habt. Hallo, Claudia, Lena, Elisabeth, auch ihr seid so schön. Ja, hat die Botschaft schon gehört, sehr aufbauend, motivierend. Ja, sehr schön. Brigitte, Nancy, Gabriele, Tabea, Brigitte, sehr schön. Hey, so, so schön, dass ihr alle hier seid. Also, schreibt die Zahl rein, oder die Zahlenkombination, denn nun geht's los. Jetzt wählen wir. Wir wählen. Und zwar, wir kommen zu der 1. So, und die 1 passend zu meinem leidenschaftlichen Plädoyer gerade. Die 1. Wenn du die 1 gewählt hast, dann lautet die Überschrift Seelenplan. Und die Botschaft? Nimm deine Gefühle wahr. Denn sie sind die Sprache deiner Seele. Und sie flüstern dir deinen Seelenplan zu. Ja, also deine Gefühle, nimm deine Gefühle wirklich wahr. Der Punkt ist der, wir sind nicht in dieses Leben hineingeschubst worden, ja, so völlig orientierungslos, sondern wir haben ein Navigationssystem. Und das Navigationssystem ist wirklich unsere wahren Gefühle. Ja, und wenn wir uns erlauben, wirklich nach innen zu gehen, wahrzunehmen, zu spüren, zu fühlen, dann hören wir die Stimme unserer Seele, weil sie spricht nämlich durch unsere Gefühle und sie flüstert uns wirklich unseren Seelenplan zu. Die Frage ist, bist du bereit zuzuhören? Bist du bereit, nach innen zu gehen? Und bist du bereit, den ganzen äußeren Lärm, ja, alles, was du hörst, alles, was von anderen an dich herangetragen wird, bist du bereit, auf deine innere Stimme zu hören? Ich möchte dir aus tiefstem Herzen zurufen, tu das, weil dann bist du nicht nur für dich, ist es nicht nur die Erfüllung pur, sondern du bist auch das größte Geschenk für die Welt, ja, wenn du deinen Seelenplan lebst. Dein Seelenplan, ich weiß, viele haben so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Thema,
jetzt nicht so, dass du dir alles vorgenommen hast, aber du weißt sehr wohl, und das ist eigentlich grundsätzlich mit dem Seelenplan gemeint, sehr wohl durch deine Gefühle, was deins ist, was wirklich zu deinem Weg gehört, ja, weil es fühlt sich für dich richtig an. Und es fühlt sich für dich auch leicht an. Also nicht im Sinne von easy peasy, ne? Also total, ja, so ist alles auf Wolke 7, sondern es ist wahr, es ist leicht, es ist richtig. Das weißt du, was deins ist, ja. Also, trau dich eben deinen Gefühlen, deinen wahren Gefühlen, trau ihnen und nimm sie wahr und, hör dem Flüstern zu, ja. Genau, das war die 1. So. Jetzt kommt die zwei. Die 2 lautet Fokus. Baby, Fokus, Fokus, Fokus. Und zwar die Botschaft für dich. Richtest du deinen Fokus in Form von deinen Gefühlen, Gedanken und Handlungen auf das, was du wirklich willst? Oder beschäftigst du dich mehr mit dem, was du nicht willst, was nicht klappt? Ehrlich. Also, wenn du die 2 hast, dann ist die Frage mit Sicherheit super, super berechtigt. Was meinst du, wird sich in deinem Leben manifestieren? Der Punkt ist dir, egal auf was du deinen Fokus richtest, mit deinen Gefühlen, Gedanken und Handlungen, ja, das manifestierst du. Ganz einfach. Und der Punkt ist der, wir sind so sehr trainiert, gerade hier in unserem Breitengraden, dass wir uns damit beschäftigen, was nicht funktioniert. Wir sind so sehr auf Probleme ausgerichtet, so sehr damit beschäftigt, dass wir sagen, oh Mann, das klappt nicht. Ja, das ist so wie ich habe so ein schönes Beispiel von einem, also, nee, nicht von einem, sondern von meinem ersten Vortrag, den ich gehalten habe, den ich spontan sozusagen gehalten habe, vor einer Riesenmenge von Menschen. Und da war es so, dass ich habe diesen Vortrag gehalten und ich habe gemerkt, oh Mann, das ist genau das, was ich machen will. Das war so bumm, das war so, so erfüllend. Und der Punkt ist der, ich habe gemerkt, wie das angekommen ist und es war echt total geil. Und ganz hinten, ganz, ganz hinten, den konnte ich fast gar nicht sehen. Ich wüsste auch nicht mehr, wie der Mensch aussieht. Es wäre einfach ein Mann, ein junger Mann. Der saß auf dem Stuhl und hat den Stuhl, so weißt du, so früher in der Schule so damit gewippt. Und er saß total gelangweilt da drin. Und ich habe nichts Blöderes damals zu tun gehabt, wie mir die ganze Zeit zu überlegen, dass dem das nicht passt, dass dem das nicht gefällt oder warum dem das vielleicht nicht gefällt oder dass ich den langweile. Das heißt, der ganze Saal, und ich weiß nicht, wie viel da waren, es war so viele Menschen waren da, war so begeistert, noch dass das fast das Feedback da kam. Und ich konzentriere mich auf diese eine Person. Ja? Und genauso machen wir es oft im Leben, dass wir einfach sagen, okay, was habe ich nicht? Darauf stürze ich mich, ja, und beschäftige mich die ganze Zeit. Ich habe nicht genug Geld, ich habe nicht genug das und ich habe jetzt mich gestritten und ich habe das und mein Job gefällt mir nicht. Also gerade zum Thema Berufung, auch im beruflichen Kontext, beschäftigen wir uns mehr damit, was wir da nicht wollen. Also wir wollen nicht so viel arbeiten, wir wollen nicht mehr so wenig Geld, wir wollen nicht mehr mit diesen Menschen zusammenarbeiten, wir wollen nicht mehr für die Firma arbeiten und so weiter. Und sind nur am Schimpfen, warum das eben nicht gut ist, warum es nicht klappt, warum es nicht uns erfüllt. Ja? Anstatt darauf, dich zu konzentrieren, okay, das hast du jetzt sozusagen mit deinen Gedanken, Handlungen und Gefühlen erschaffen. So, du kannst was ganz anderes erschaffen, aber nur, wenn du hier und jetzt sozusagen etwas anderes, einen ganz anderen Raum öffnest. Das heißt, wenn du jetzt in ein ganz anderes Gefühl gehst, wenn du jetzt ganz andere Gedanken denkst, wenn du jetzt dann andere Handlungen initiierst, wenn nicht, wird es immer das Gleiche bleiben. Ganz einfach. Ja? Also, für dich die Nummer 2, Fokus. Wo richtest du deinen Fokus drauf? Auf das, was du willst oder nicht willst? Trainiere es. Trainiere das auch für dich, wenn du die 2 gewählt hast und du wirklich eine Herausforderung hast, kann ich nur sagen, komm ins Manifestiercamp. Weil genau das üben wir. Wir üben sozusagen den Fokus. Und es braucht, wenn wir so trainiert sind, das haben wir ja manchmal, je nachdem wie alt du bist, jahrzehntelang eingeübt, ja, dass wir uns mit Dingen beschäftigen, die uns die nicht gut sind für uns oder die uns nicht dienen, anstatt uns mit dem zu beschäftigen, was wir wirklich wollen, wozu unser Herz jubiliert und so weiter. All das haben wir nicht gelernt, ja. Und es braucht eine gewisse Zeit der Einübung in den Alltag, um das Ganze wirklich auch tatsächlich nach außen zu bringen. Ja, dass es auch wirklich so ist, das Ergebnis, ja, das manifestierst, was du wirklich willst.
Genau. Also wenn es dich interessiert, Verlinkung unter oder über dem Video auf jeden Fall berufungerleben.com/manifestierke. Aber das, wie gesagt, waren die zwei. Jetzt kommen wir zu der drei. Und die drei finde ich auch super, super spannend, nämlich tada. Die drei bedeutet, oder die Überschrift ist Kopfgarten. So, die Botschaft lautet, pflege deinen Kopfgarten und pflanze nur die Samen, welche du später ernten möchtest. Ich glaube, die Botschaft ist auch hier klar. Ja, wenn du die drei gewählt hast, dann bist du damit beschäftigt, dass du, oder anders ausgedrückt, das, was du jetzt in deinem Leben siehst, vielleicht haderst du damit, vielleicht gefällt dir das nicht. Und ich bin ziemlich sicher, dass das so ist, wenn du die drei gewählt hast, dass du einfach damit auch bestimmte Herausforderungen, zumindest vielleicht in bestimmten Lebenssituationen, nicht in allen, aber in bestimmten Lebenssituationen, vielleicht gerade zum Thema Berufung, zum Thema Seelenbusiness, Erfolg und Erfüllung mit deinem Seelenbusiness. Wenn das so ist, wenn im Außen, weißt du, Ergebnisse lügen nicht. Du kannst dir selbst eine Geschichte erzählen. Du kannst sagen, dass du schon so viel daran an dir gearbeitet hast. Du kannst sagen, dass du schon ausgerichtet bist und dass du ja dich ja positiv einstimmst und so weiter. Aber nochmal, das Ergebnisse lügen nicht. Natürlich gibt es eine Inkubationszeit. Das heißt, wenn du anfängst, dich mit diesem Thema zu beschäftigen, dann wird es über kurz oder lang tatsächlich sich auch in deinem Leben so manifestieren, wie deine Innenwelt ist. Aber auch nur dann, wenn du natürlich auf dieser Spur bleibst, wenn du die Spur immer wechselst und sagst, na ja, es funktioniert nicht, weißt du, nach zwei Wochen sagst, oh, es funktioniert doch nicht, ja, jetzt beschäftige ich mich wieder mit was anderem, weil das funktioniert ja nicht, dann gehst du wieder von da weg, dann gehst du wieder nicht dahin, wo du hin willst, ja, und der Punkt ist der, also überleg dir wirklich, was willst du haben und dann bleib stur bei dem, was du wirklich, dein Denken, fang an, dein Denken bewusst zu kontrollieren. Und wenn du merkst, und ich weiß, viele haben hier mit genau ein Thema, weil viele glauben, sie sind ihren Gedanken ausgeliefert. Das ist nicht wahr. Du bist nicht deine Gedanken. Du hast Gedanken. Und deine Gedanken, die kannst du steuern. Es ist ein Training. Das heißt, wenn du merkst, dass du Gedanken denkst, die dir nicht dienen, oder du merkst, okay, wenn du jetzt weiter diese Gedanken spinnst, wo kommst du dann raus? Ist das, was dann sozusagen aus diesen Gedanken sich formt, weil deine Gedanken sind Energie. Und je mehr du in diese Richtung, je öfter du diesen bestimmten Gedanken denkst, der wird irgendwann Form der Materie. Das heißt, der wird irgendwann wahr. Wenn du immer wieder denkst, oh Gott, ich kann meine Berufung nicht leben, ich habe nicht genug Kunden, ich kann das nicht, ich habe nicht genug Geld, dann je öfter du es denkst oder Angst davor hast, desto mehr wird es, du formst es regelrecht, ja. Du schießt sozusagen, wie wenn du es dann in Stein meißelst, ne? Dann wird es Materie. Es manifestiert sich, weil du deine ganze Energie darauf gegeben hast. So, und deswegen eine der wichtigsten Übungen, die ich auch manifestiert, auch lehren werde, ist einfach der Punkt, dass du einfach, wenn du etwas denkst, dich immer wieder zu fragen, wenn ich das jetzt weiterdenke, bringt mir das, was ich wirklich will? Oder was ist das Ergebnis? Und jetzt kannst du es schnell ablesen. Ich meine, wenn du dich nicht gut fühlst, wenn du Angst denkst, wird Angst rauskommen. Ja, oder wird keine Fülle, wenn du denkst, oh Gott, ich habe nicht genug Geld, dann wird morgen kein Geld auf deinem Konto sein, wenn du so denkst. Ja? So. Und das ist der Ursprung. Also in deinem Kopfgarten, deswegen pflanze nur die Samen, beschäftige dich mit den Dingen, mit den Menschen, committe dich auch mit anderen Menschen, tausche dich mit Menschen aus, die ähnlich denken, also nicht negativ denken, sondern die in die Richtung gehen, in die du auch gehen möchtest. Ja, und dann, dass sie auch sozusagen dich immer wieder daran erinnern, an was du denkst. Oder wenn du dir selbst mal eine Geschichte erzählst. Ich sehe das immer wieder in der Berufungslounge oder bei meinen Azubis oder wie auch immer. Wenn, weißt du, dann erzählen sie eine Geschichte, bla 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 bla. Und dann, meine Aufgabe ist oft darin, dass ich einfach nur sage, hey, hör dir doch mal zu. Was hast du gerade eben gesagt? Was hast du gerade gesagt? Das ist eine Geschichte, die du dir erzählt hast. Und dann entsteht Bewusstsein und du denkst, oh mein Gott, ja, natürlich, wenn ich mir das erzähle. Ja, oft merkt man das nicht, ja. Deswegen ist es ganz gut, wenn du da dich auch mit anderen, die, wie gesagt, auf dem gleichen Weg sind, committest. Okay, das waren die drei. So, und nun kommen wir zu der vier. So, was haben wir als vier? So, die vier, die knüpft sehr eng an das die drei eben an. Und zwar die Überschrift lautet Fülle erleben. Aber hier geht es jetzt speziell um dein, wirklich um Geld. Ja, also wirklich um das Thema Finanzen auch. So, die Frage an dich ist,
Bestimmt dein Bankkonto deine Gedanken? Oder bestimmen deine Gedanken dein Bankkonto? Das ist ein riesengroßer Unterschied. Wenn du die vier gewählt hast, dann neigst du höchstwahrscheinlich dazu, dass dein Bankkonto deine Gedanken bestimmt. Bedeutet, dass du sagst, dein Bankkonto ist die Realität und du richtest dich mit deinem Gedanken, mit deinen Gefühlen und mit deinen Handlungen dann nach deinem Bankkonto aus. Der Punkt ist aber der, ist dir bewusst, das habe ich gestern ein Video gemacht, das findest du auch hier auf meiner Seite, da gehe ich noch ein bisschen ausführlicher darauf ein. Aber der Hauptpunkt dazu ist, dass das, wenn du das so machst, wenn du dein Leben nach deinem aktuellen Bankkonto lebst, dann lebst du dein Leben nur rückwärts. Ja, weil du alles davon abhängig machst. Der Punkt ist aber doch der. Dein Bankkonto ist doch nur das Ergebnis von deinen Gefühlen, von deinen Gedanken, Gefühlen und Handlungen. Und wenn du jetzt aber sagst, naja, das ist ja real, also das da, und deswegen muss ich mich danach richten, dann gehst du ja wieder, dann manifestierst du das immer wieder und immer wieder. Also du kannst gar nicht mehr auf deinem Bankkonto haben, wenn du dieses Konstrukt mal nicht durchbrichst. Ja, das heißt auch hier, okay, dein Bankkonto sieht vielleicht so aus, wie es aussieht. Vielleicht gefällt es dir nicht, nehme ich mal an, wenn du die vier hast. Aber der Punkt ist der. Wenn du dann anfängst, jetzt mal wirklich zu sagen, okay, das Bankkonto, ich verstehe, das ist das Ergebnis von meinen Gefühlen, von meinen Gedanken und von meinen Handlungen bisher. Okay, ich will das nicht, will das ändern. Dann musst du diese drei Komponenten ändern. Du musst deine Gedanken ändern, du musst deine Gefühle dazu ändern und du musst deine Handlungen dazu ändern. Nur so kannst du dein Bankkonto verändern. Ja, und Fülle erleben. Und erst erlebst du, deswegen ist auch die Überschrift Fülle erleben. Wenn dein Bankkonto dir etwas sagt, was dir nicht gefällt, dann wirst du nicht Fülle erleben. Aber es fängt bei dir an, indem du wirklich Fülle im Innen erlebst und es nach außen bringst. Dein Bankkonto wird nicht von alleine mehr. Aber wir handeln tatsächlich meistens so nach dem Motto, naja, okay, irgendwann wird es ja vielleicht doch mehr. Nein, im Außen wird es nicht mehr, wenn du es nicht sozusagen initiiert hast. Und das ist die Krux dabei. Ja, also auch dir kann ich nur sagen, beschäftige dich mit deinen Gedanken, beschäftige dich mit deinem Unterbewusstsein, wie ist dein Unterbewusstsein programmiert und so weiter. All das ist so, so essentiell für dich. Ja, und auch dir kann ich nur sagen, wenn du ein Thema noch damit hast, komm ins Manifestiercamp, ja, weil das ist Programmierung, Deprogrammierung, Neuprogrammierung und gerade deiner ganzen Gedankenwelt. Es gibt Fülle hat so viele Aspekte, hat nicht nur mit Geld zu tun, wobei das die vier, die war jetzt wirklich speziell, ja, und speziell für das Thema Geld, ja. Tabea schreibt, ob das Video gehört, war gut und ja, genau. So, okay, jetzt kommt die 5, tada, so, Moment, erstmal, genau, 5 und die 5 ist, so, also, spannendes Thema. Die 5 ist, passt super, 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 ja, weil, wobei ich habe das nicht auf die Zahl bezogen, fand es aber spannend, dass die 5 dabei rausgekommen ist, weil die 5, die steht für Veränderung. Und ja, die 5, die veranlasst uns auch immer sozusagen etwas ja in Veränderung zu bringen. Und deswegen lautet die hier die Botschaft für dich, triff eine Entscheidung. Und zwar, hör auf zu bitten, zu hoffen, zu wünschen, zu zweifeln. Triff eine bewusste Wahl für das, was du wirklich, 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 wirklich willst. Dreimal habe ich wirklich geschrieben. Und dann bleibe bei deiner Wahl, bis sich das von dir angestrebt in deinem Leben manifestiert hat. Hör auf, immer wieder wegzurutschen. Das, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Bleib bei dem, was du wirklich willst. Und dieses Bitten, dieses Hoffen, dieses Wünschen, dieses Zweifeln, das bringt dich nicht weiter. Ich weiß auch, das Thema Bitten, es ist schwierig, so nach dem Motto, ich wurde auch gefragt, oder es wird das mal angesprochen, warum Bitten nicht hilft bei Manifestieren. Auch dazu habe ich vorgestern, glaube ich, ein Video gemacht, auch auf meiner Seite. Schau dir das an, da bin ich noch im Detail darauf ein. Aber der Punkt ist der, es geht darum, eine konkrete Ausrichtung zu haben. Auf das, was du willst, aber was du wirklich willst. Also das, was sozusagen aus dir ist. Deswegen meinte ich, lebe deins. Was wirklich deins ist, egal wie abgefahren, wie unmöglich das erscheint, wie verrückt das erscheint, wie was auch immer. Aber lebe deins. Und dann
Also erlaube es dir und dann bleib dabei, bis du es in deinem Leben hast, weil das bringt dir wahre Erfüllung. Und dafür bist du hergekommen, dass du das ins Leben bringst, was deins ist, was dich erfüllt. Ja, also super klare Botschaft, die 5. So, jetzt kommen wir zu der 6. Die 6 ist so eine schöne Botschaft. Die 6 ist die Überschrift Fantasie. So, und die Botschaft für dich lautet, nutze deine Fantasie und Kreativität bewusst, denn sie sind die notwendigen Vorboten deiner Realität. Auch hier bei dir, wenn du die 6 gewählt hast, dann geht es wirklich darum, dass du spürst, okay, dass du nicht denkst, deine Fantasie ist, naja, wir sind so konditioniert, dass wir in unserem Breitengraden tatsächlich, also du fantasierst ja nur, ne? Also es wird eher etwas als etwas Negatives, also als ob das nichts bringen würde, ne? Also Fantasie ist jetzt irgendwie vielleicht für Kinder noch, aber wir als Erwachsene dürfen mit unserer Fantasie nur vielleicht im Schlafzimmer uns da irgendwie austoben oder so, ja. Aber der Punkt ist der, wenn du nicht deine Fantasie und deine Kreativität bewusst nutzt, ja, wo willst du dann hinkommen? Deine Fantasie, das, was du im Innen spürst, was sich für dich gut und richtig anfühlt, das sind deine Vorboten, ja, die notwendigen Vorboten deiner Realität. Und wenn du dir das nicht erlaubst, und deswegen ist bei vielen Menschen, erreichen nicht das, was sie wollen, weil sie glauben, weil sie sehen, wie es draußen ist, wie der Nachbar oder die Familie oder und so weiter, und sehen das real an und denken, naja, das, was du denkst, diese schöne, keine Ahnung, die Berufung leben und mit dem eigenen Bauernhof Gemüse verkaufen oder so, das ist ja nur eine spinnerte Fantasie und das wirst du eh nicht hinkriegen. Aber es lässt dich nicht los. Aber du denkst, naja, aber so ein Bauernhof, ein großes Ding und dann so viel Kosten und dann das ganze Zeug und du musst so viel arbeiten, da brauche ich Angestellte und so weiter. Und ich habe vielleicht selbst auch nichts damit zu tun, aber irgendwie lässt mich die Idee nicht los. Ja, das ist deine Fantasie. Und wenn es wirklich deins ist und sich richtig anfühlt für dich, dann ist es auch dein Weg. Dann wirst du nicht erfüllt sein in deinem Leben, bis du diesen Weg gegangen bist. Das ist ganz einfach. Ja. Genau, also Fantasie, ihr Lieben. So, also schreibt gerne noch, wer noch nicht, wer später dazu gekommen ist, was für eine Zahl ihr habt. So, das war jetzt, genau, das war die 6. Und jetzt kommt die 7. So, was haben wir als 7? 7. Genau, die 7 ist eine sehr schöne Botschaft. Und zwar, die 7 ist die Best-Case-Version. So, also, nimm dir bewusst Zeit, um wahrzunehmen, was deine Best-Case-Version von dir und deinem, vor allen Dingen auch deinem beruflichen Leben ist. Denn sie ist dein alltagstauglicher Test, ob du auf deinem Weg bist. Das möchte ich dir gerne auch nochmal erklären. Vor vielen Jahren habe ich genau damit sozusagen das, was mir wichtig ist, immer mehr in mein Leben geholt. Ich habe mich irgendwann mal hingesetzt und habe gesagt, okay, ich habe jetzt keine Lust mehr, mich irgendwie zu beschränken, sondern wenn ich sozusagen richtig zaubern könnte, wie würde ich mir mein Leben zaubern? Was wäre mir wichtig? Was will ich machen? Was will ich erleben? Und so weiter. Und so ist irgendwann diese Idee zu der Best-Case-Version entstanden. Das habe ich dann aufgeschrieben und die erste Best-Case-Version von mir, die schien damals so meilenweit weg, aber es war genau das, was ich so eher gespürt habe. Und genau das möchte ich dir auch sagen. Wenn du die 7 jetzt hier hast, dann bist du aufgefordert, wirklich eine Best-Case-Version von dir zu erstellen. Am besten schriftlich und zwar von all deinen Lebensbereichen und zwar ohne Einschränkung. Nicht, dass du denkst, na ja, okay, ich würde gerne, keine Ahnung, in Portugal leben, aber nee, das kann ja nicht, ja, das ist irgendwie viel zu kompliziert und kann nicht und weiß nicht, wie ich das machen soll. Nein, wenn du spürst, wenn du merkst, oh, es ist deins, dann schreib es auf und dann machst du Folgendes. Und das war eigentlich der Trick bei der Geschichte. Also es hört jetzt hier nicht nur, dass du das aufschreibst, sondern was ich gemacht habe, und das mache ich im Grunde heute noch, heute mache ich es aber automatisch, dass egal, was in meinem Leben war, auch in meinem beruflichen Leben, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Angebote bekommen habe oder irgendetwas anstand, eine Entscheidung anstand und so weiter, habe ich immer meine Best-Case-Version im Hinterkopf und
habe sozusagen immer mir die Frage gestellt, wenn ich das jetzt tue oder nicht tue, bringt mich das meiner Best-Case-Version irgendwie näher? Oder trägt sie dazu bei, dass ich die verwirkliche? Und weißt du was, wenn die Antwort Nein war, dann habe ich das nicht gemacht, dann habe ich die Kooperation nicht gemacht, dann habe ich die Entscheidung dagegen getroffen oder habe etwas anderes gemacht. Und genau dazu möchte ich dich inspirieren. Wenn du 7 hast, dann erstell diese Best-Case-Version und geh, brich sie runter in deinen Alltag und schau, bringt dich das jetzt deiner Best-Case-Version, wenn du zum Beispiel ein Seelenbusiness hast und du machst bestimmte Dinge. Und dann frag dich wirklich, oder du bekommst ein Angebot oder vielleicht ein Stellenangebot. Und dann spür in dich hinein, bringt dich das deiner Best-Case-Version wirklich ein kleines Stückchen näher? Oder trägt es dazu bei, dass es Wirklichkeit wird? Wenn die Antwort Nein ist, dann macht es gar keinen Sinn, dass du es machst, oder? Ja. Also, das ist der alltagstaugliche Test. Kann ich nur sagen, mir hat es damals unheimlich viel geholfen. Es war mega, 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 mega. Ja. Okay, hat wirklich mein Leben verändert. Also, wenn du es vor allen Dingen, wenn du es in der Praxis umsetzt, ja. Genau, so ein kleiner Moment. So, jetzt kommen wir zu der 8. Was ja hier, wenn ich richtig sehe, ich bin auch gespannt, dann auch in der Berufungslounge. So, was haben wir jetzt hier? Die 8, genau, die 8. Also, so. Die 8 ist Erfolg. Erfolg, Erfolg, Erfolg. Ist die Überschrift. Und zwar, die Botschaft lautet, deine Berufung ist der Garant für deinen Erfolg. Denn niemals, niemals wird dir eine einzigartige Gabe gegeben, ohne die Möglichkeit, diese erfolgreich mit der Welt zu teilen. Vertraue daher nicht der Stimme der Angst, sondern folge der Stimme der Freude. Ist das nicht eine geile Botschaft? Und sie ist echt selbsterklärend, oder? Du wirst nur wirklich erfüllenden Erfolg, eigentlich hätte ich erfüllenden Erfolg schreiben müssen. Weil genau darum geht es. Echten, richtigen Erfolg, also wo du wirklich erfüllt bist, kannst du nur im Grunde haben, wenn du dich selbst lebst. Und es eigentlich schließt auch so ein bisschen den Kreis. Und dann wirst du auch Erfolg haben. Wenn du wirklich dich traust, dich selbst zu leben. Und das ist immer noch eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Auch für Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, auch für Menschen, die schon lange auf dem Weg sind, kokettieren immer nur noch so ein kleines bisschen mit so einem Anteil von sich. Ja? Und trauen sich nicht dieses wirkliche Ding, was sie sind, dieses wundervolle, einzigartige, großartige, machtvolle Schöpferwesen zu sein und wirklich das zu leben, was da ist, was aus dem Innen herauskommt. Weil das ist dein Garant für Erfolg, deine Berufung zu leben. Und nicht der Angst zu folgen, sondern wirklich der Freude. Je mehr du davon tust, was dich erfreut, was dir Freude macht, was wirklich deins ist, desto ja, mehr Erfolg wirst du in deinem Leben haben. Und zwar in allen Lebensbereichen. Ja, in allen, allen Lebensbereichen. Genau, also ich glaube, das ist klar und auch nochmal eine klare Aufforderung an diejenigen, die die 8 gewählt haben. Wirklich ganz, ganz, ich sage jetzt mal stur, ja, ihr es zu leben. Ja, wirklich diese Einzigartigkeit, deine Einzigartigkeit zu zelebrieren. Ja. Genau, also das war die 8. So, meine Lieben, jetzt kommt die 9. Auch die liebe ich auch, die Botschaft. Die 9. Und zwar, die 9 lautet, die Tricks deiner Seele. So, du betest so lange jemand an, bis du erkennst, dass deine Seele dir hier eine Erinnerung sendet, um dich daran zu erinnern, wie anbetungswürdig und wie großartig du bist. Erkennst du es? Vielleicht ist es so, dass du aktuell jemand irgendwie denkst, oh mein Gott, wie toll die Person das macht. Oder du denkst, oh, die kann so toll sprechen. Oder die kann so toll Videos machen. Das habe ich in letzter Zeit, ist mir das oft gesagt worden. Und diejenigen, die mir das gesagt haben, du machst es so toll und ich würde es genauso machen, ist genau das. Deine Seele spricht im Grunde durch mich und inspiriert dich. Einfach weil du es bei mir siehst, sagt sie dir, hey, wenn du so sehr das anbetungswürdig findest, wenn du das dir so gut gefällt und dich das so berührt, dann hat es was mit dir zu tun. Ja? Und es ist oft so, dass deine Seele Tricks verwendet, weil du ihr nicht zuhörst, weil du dir nicht Zeit nimmst, nach innen zu gehen und zu hören,
was da ist. Ja, und die Botschaften, die sind eh schon da, die kommen aus dir heraus. Und meistens braucht es aber dann jemand, der im Außen vielleicht dir diese Botschaft mitteilt, wie ich jetzt gerade. Deswegen mache ich das. Ja, weil ich einfach sozusagen stellvertretend für deine Seele jetzt da bin und dir diese Botschaften überbringe. Du hast gewählt, du hast die Zahlen gewählt. Ja, und ich überbringe dir die Botschaft. Und genauso ist es hier. Also schau dir an, wo brauchst du noch diese Inspiration von außen? Wo hörst du selbst noch nicht auf deine Seele? Wo schaust du eher noch nach außen? Und was will dir dann, wenn du zum Beispiel jemand toll findest oder jemand inspirierend findest, was hat das mit dir zu tun? Ja? Wenn dir nochmal etwas gefällt an jemand, ganz, ganz besonders gefällt und es dich berührt, nochmal, kann es da sein, dass deine Seele dir einfach irgendetwas mitteilen möchte? Ich glaube, ganz arg sogar. Ja. Okay, so, das war die 9. Ich fand, das war so eine schöne Botschaft, oder? Ich finde natürlich alle Botschaften toll. So. Und die 10. Jetzt kommt die 10. Die 10 lautet, so, du wirst verfolgt. Und die Botschaft, folge deinem inneren Ruf, sonst verfolgt er dich. Hör auf, vor den Dingen wegzurennen, die du nicht magst. Renn lieber mit Liebe und Vollgas auf das zu, was du dir wirklich wünschst. Und es ist so spannend. Auch hier, kennst du so Situationen, wo dir zum Beispiel immer wieder etwas passiert, wo immer wieder manche Situationen ähnlich sind, wo du denkst, oh Mann, nicht schon wieder. Von 10 Tagen 3 Auffangfälle. Und damals ging es bei mir sehr stark darum, wirklich das Thema Berufung in die breite Masse zu bringen und dafür nach außen zu gehen, noch mehr nach außen. Also das wirklich sich einzugestehen, dass es mein Hauptthema ist und dass ich mir erlaube, das wirklich auch zu machen. Und dann habe ich, wie gesagt, in ein paar Tagen 3 Auffangfälle. Es war nicht schlimm. Es ist auch nicht viel passiert. Aber jedes Mal hatte ich so das Gefühl, ich will da wirklich so jetzt, ne, also irgendwie, wie wenn da jemand an mir rütteln würde. Und beim letzten Auffangfall habe ich gesagt, okay, ich habe es verstanden. Und dann, das war auch für mich der Startschuss, wo ich gesagt habe, okay, das ist es jetzt, das ist ganz klar. Ich gehe damit nach außen. Ja. Also, wenn dir immer wieder dieselbe Situationen passieren, wenn du immer wieder in ähnliche Konstellationen reinkommst, du wirst immer wieder so lang rein, du brauchst nicht zu schimpfen auf die Situation und nicht nur auch nicht fragen, warum passiert mir das? Ja, frag dich lieber nach der Botschaft. Was hast du nicht in dir selbst wieder wahrgenommen, sondern es zeigt sich nur im Außen. Es ist nur eine Botschaft deiner Seele, die dich lenken möchte. Aber auch hier, weil du es nicht im Innen gehört hast. Ja, aber hier ist es eher so, du wirst verfolgt eben von bestimmten Dingen, Situationen. Oder auch ja immer wieder wiederholende Geschichten auch. Ja, also das zum Beispiel, dass du vielleicht eine Zeit lang, das ist so ein Klassiker zum Thema Berufung, du bist eine Zeit lang total begeistert von einem Thema, ja, und denkst, jetzt habe ich meine Berufung gefunden und es geht mittlerweile gut, vielleicht 2 Monate, ein halbes Jahr oder noch nicht mal, und dann flacht es ab und dann irgendwann vergisst du es wieder und dann fängst du wieder an und denkst, oh, jetzt ist es, ja, jetzt. So, und da könnte irgendwie ein Fehler in Anführungsstrichen im System sein. Ja? Da könntest du dich vielleicht mal ein bisschen mehr mit dem Thema Berufung beschäftigen. Also gerade wenn du hier die 10 gewählt hast, dann sage ich dir, beschäftige dich mit deiner Berufung. Nimm dir Zeit für dich und zu spüren, was wirklich deins ist. Und vielleicht ist das Celebrate Your Passion Transformationscoaching-Projekt genau das Richtige für dich. Auch das findest du auf der Seite berufungerleben.com. Ja, es ist ein Coaching-Programm, das wirklich so den kompletten, die komplette Palette rund um das Thema Berufung finden bis zum Berufung leben abdeckt. Ja, aber wie gesagt, ich kann nur sagen, ja, du wirst verfolgt. Also nimm es ernst, weil der Punkt ist der, gerade bei diesen Sachen, wenn du schon nach außen, die Schritte sind ja so, also erstmal hörst du deine innere Stimme, wenn du sie nicht hörst, dann wird es lauter und lauter und lauter, da kommen manchmal so ein bisschen Krankheiten dazu oder es kommt nach außen, wo du dann einfach die Situation im Außen oder spricht jemand darüber, wie ich zum Beispiel, oder du siehst ein Video, ein Buch oder eben es passieren wiederkehrende Situationen. Und dann auch da, es ist nichts anderes, ja, da will dich auch deine Seele sozusagen lenken. Und wenn du das auch noch nicht hörst, dann wird es einfach immer lauter und lauter und lauter, ja. Bis eben, keine Ahnung, dann auch manchmal Dramen passieren. Ja, ich will jetzt gar nicht über bestimmte Situationen urteilen, aber ich glaube, vieles könnten wir einfach verhindern, wenn wir schon früh gehört hätten.
Ja, wenn wir uns mehr Zeit genommen hätten und wenn wir gesehen hätten, was uns da tatsächlich verfolgt, beziehungsweise was es uns damit sagen möchte. Ja, genau. So, meine Lieben. Also, ich bin mal gespannt, was hier noch so an Fragen ist. Und wie gesagt, abschließend nochmal vielleicht einfach für diejenigen, die ja schon mitbekommen oder nicht mitbekommen haben, am 15.06. startet ja das Manifestiercamp. Und da geht es wirklich darum, deine Berufung manifestieren und manifestieren, also wirklich das zu manifestieren, was du wirklich willst, weil ich verstehe Berufung wirklich dem inneren Ruf zu folgen. Das ist nicht nur im beruflichen Kontext, sondern generell eben dich selbst zu leben. Ja, natürlich auch im beruflichen Kontext, aber wenn du einmal den Manifestier, den Schöpfungsprozess für dich selbst klar hast, dann ist es viel, viel einfacher. Und das kannst du auf alle Lebensbereiche anwenden. Ja, also das ist nicht speziell eben nur für das Thema Berufung. Genau. Aber das Thema liegt mir natürlich ganz besonders am Herzen. Und von daher kann ich nur sagen, wenn du noch nicht das in deinem Leben hast, was du dir wirklich wünschst, du noch davon entfernt bist, wenn du es auch in deinem Alltag noch nicht umgesetzt bekommst, dann ist das Manifestiercamp genau das Richtige für dich. Dann geh auf berufungerleben.com/manifestiercamp und buch dir gleich dein Ticket für den 15. oder ab dem 15.06. Dann arbeiten wir nämlich ganz, 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 ganz intensiv zusammen. Und zwar 12 Wochen sehr intensiv und bis Jahresende dann wird es ein bisschen, dann lasse ich die Zügel ein bisschen lockerer später. Aber genau, schau dir alles an. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne uns kontaktieren. Steht alles auf der Seite drauf. Genau, so, jetzt schaue ich nochmal in die Berufungslounge. So, die 1 hat wirklich 100% gekriegt. Zu sehen fühle ich mich auch stark hingezogen. Ja, sehr schön. Ja, sehr, sehr gerne, ihr Lieben. Ach, vielen, vielen Dank. So, die 7 und die 9, die 9, die Marika Flagheim. Du bist der Knaller, danke. Danke, 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 danke. Ja, die Nummer 9 hat diesen Trick auf Lager, ja. Ach Gott, ihr seid so schön. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Genau, also, das war wieder sehr spannend. Schönen Abend, Leute, bis zum nächsten Sonntags-Q&A. Genau, wir sehen uns am Sonntag in der Berufungslounge um 9.45 Uhr nach unserer gemeinsamen Wochenmeditation, Wochenintention. Ihr wisst, was ich meine. Genau. Ich freue mich schon sehr. Ich freue mich immer mit euch gemeinsam da zu wirken. Und es macht so Spaß zu sehen, wie ihr euch so weiterentwickelt. Und gerade jetzt in den Q&As sieht man das ja auch. Oder was ihr mir auch so schreibt. Ich liebe das einfach zu sehen, wie sich das bei euch entwickelt. Und ja, da geht mein Herz total auf. Und ich wünsche mir, dass noch mehr sich da auch zeigen und noch mehr bereit sind, eben ja diesen Weg zu gehen und ihn auch nicht mehr alleine zu gehen. Ja, also sich einfach das Leben einfacher zu machen, auch die eigene Entwicklung. Genau. So, aber jetzt, das war's. So, wenn es euch gefallen hat, wenn es Inspiration für euch war, dann teilt es, liked es, kommentiert es, ja, teilt es mit der Welt, dass wir viel mehr Menschen inspirieren. Und je mehr Menschen wir inspirieren, je mehr Menschen wir helfen, ihre Berufung zu leben, das Leben zu manifestieren, was sie wirklich wollen, desto mehr wird es bei uns auch so sein. Ja, also desto mehr leben wir unsere Berufung, desto mehr manifestieren wir, was wir wirklich wollen. Weil es ist ein ganz anderer Trick, wenn du deine Berufung leben willst, wenn du mehr Liebe in der Welt haben willst, wenn du mehr Dankbarkeit, mehr Schönheit, dann gib genau das, was du möchtest. Und wir machen die Welt einfach geiler. So, das war's, ihr Lieben. Also, ich wünsche euch eine geile Zeit und ja, in der Berufungslounge bis am Sonntag und hier in der Öffentlichkeit bis zum nächsten Donnerstag. Also, ciao.